Wunderschönen guten Morgen. Moin, moin in die Schweiz, hier aus Mönchengladbach, aus meinem Studio. Wir hatten ja letztes Wochenende hier eine große Überschwemmung. Haben wir uns Gott sei Dank jetzt wieder, hat sich das abgeflacht. Wir sind trockengelegt, also nicht ich, sondern die Straßen sind wieder trockengelegt. Und wir wollen heute einfach hier mit der Altron zusammen ein paar Sachen präsentieren zum Thema Outdoor und Kiosk. Ich freue mich über die Teilnahme von Ihnen, von euch. Der Till ist im Hintergrund, im Live-Chat. Und würde dann alle Fragen beantworten, die anstehen. Ich gehe davon aus, dass er wirklich jede Frage beantworten kann. Falls es aber doch Fragen geben sollte, die Till nicht beantworten kann, werden wir das einfach im Nachgang machen. Ja, also nicht scheuen, Fragen rein, egal welche. Es ist ein sehr komplexes Thema, Outdoor, Advertising. Und deswegen, jede Frage kann nur helfen, um besser zu werden. Deswegen schlage ich jetzt einfach mal vor, wir starten. Hier mit der PLS AV in unserem Webinar heute mit der Altron AG zusammen. Unsere Agenda, das ist nun mal ganz kurz. Ich erzähle ein bisschen was über PLS AV, für die interessant, die sich noch nicht mit uns beschäftigt haben. Dann erzähle ich was zu BIM Smith und Revit Files. Dann kommen wir zu dem Thema Award, das ist leider vonnöten, wir sind da halt sehr stolz drauf. Dann gehen wir in das Kiosk-Sortiment ein, dann kommen die Outdoor-Lösungen und wie gesagt, wenn noch Fragen am Ende offen sind, dann versuchen wir die noch zu beantworten. Wird circa 40 Minuten dauern, wir versuchen es nicht zu sehr in die Länge zu ziehen, weil ich weiß, dass Sie alle auch andere Dinge zu tun haben. Ich stehe natürlich, zur Verfügung, wenn irgendwelche Anfragen sein sollten. Ja, Sie können das entweder über die Altron versenden die Anfragen oder kommen auch direkt auf mich zu. Ich würde das im Hintergrund damit den Kollegen von der Altron klären. Überhaupt kein Problem. Also fangen wir an mit über uns, PLS AV. Wer sind wir? Woher kommen wir? Und dazu möchte ich gern ein Unternehmensvideo kurz zeigen. PLS AV bietet seit über 75 Jahren hochwertige Audio-Video-Lösungen an. Alles begann im Jahr 1964 mit Fernsehständern, Antennen und der weltweit ersten Fernsehhalterung. Heute stellen wir über 3600 von Fachzeitschriften ausgezeichnete Produkte für verschiedene Anwendungsbereiche her, darunter OLED-TV-Halterungen, die neuesten LED-Display-Systeme mit geringem Pixel-Pitch, Touch-Kiosk für Innenräume und Außenbereiche und wasserfeste Outdoor-Displays. Womit wir im Zentrum vieler vertikaler Märkte stehen. Unser Team für Forschung und Entwicklung arbeitet eng mit Installationstechnikern und Integratoren zusammen und nutzt die neuesten Technologien und Trends für Produkte, die einfach zu installieren sind und über die richtigen Funktionen verfügen, um jedem Projekt die Komplexität zu nehmen. In unseren Produktionsanlagen in Nordamerika und auf der ganzen Welt werden nur die besten Materialien und Verfahren verwendet. Unser UL-zertifiziertes Testlabor sorgt für die branchenweit führende Sicherheit und Qualität. Eine Spezialabteilung produziert individuelle Kundenlösungen. Und bei all dem werden strenge Umweltrichtlinien eingehalten. Wir bieten unvergleichlichen Support für unsere Produkte, zum Beispiel Apps für Installationstechniker, Videochat und eine Website mit CAD-Zeichnungen. Mit regionalen Niederlassungen in Nord- und Mittelamerika, in Europa, im Nahen Osten, in Asien und Australien sind wir ein globaler Anbieter im wahrsten Sinne des Wortes. Unsere mehrsprachigen Mitarbeiter unterstützen die speziell ausgewählten Vertriebspartner in immer mehr Regionen. Unsere Produkte können Sie auf der ganzen Welt finden. In den Filialen der meisten führenden Fastfood-Ketten, in den größten Stadien und Veranstaltungszentren, auf Flughäfen und bei Touristikattraktionen und in der Welt des Handels und der Wirtschaft. Weil PLS AV mit führenden Marken auf der ganzen Welt zusammenarbeitet. Die Einzigartigkeit von PLS AV, Erfahrung, Sicherheit, Qualität, Features, Support und Innovation. Innovation als Motor der Technologie. Haben wir ja genug gehört über PLS AV, aber ich finde so ein Video einfach immer ganz gut. Das erzählt mehr als 1000 Worte. Wir sind also hier in der globalen Organisation. Wir sind auf allen 5 Kontinenten vertreten. Das heißt, wir können auch dementsprechende Projekte weltweit begleiten. Kommen wir also nochmal zur globalen Organisation. Das heißt, unser Headquarter ist in Aurora. Aurora ist ungefähr 1,5 Stunden entfernt von Chicago.
Da wird dann auch hergestellt. Das heißt, wir bekommen unsere Materialien rein auf der einen Seite und auf der anderen Seite kommt das fertig gepackte Paket raus. Das heißt, wenn irgendwas falsch laufen sollte, können wir es nicht abstreiten, dann ist es wirklich unser Fehler gewesen. Unser EMEA-Headquarter ist in Watford, das ist in der Nähe von London. Da ist auch unser Lager für die Schweiz und für Norwegen. Aufgrund des Brexit haben wir leider keine anderen Möglichkeiten mehr, woanders heraus zu liefern. So, Monterrey in Mexiko haben wir noch ein Headquarter für den südamerikanischen Markt. Das sagt eigentlich alles über unsere globale Reichweite. Wir haben dazu noch in Dubai ein Warehouse eingerichtet, weil wir einfach sonst die Schnelligkeit, die Lieferfähigkeit vor Ort nicht zusagen können. Und deswegen haben wir vor 2 Jahren dort ein Lagerhaus eröffnet mit der dementsprechenden Logistik. Kommen wir zu PLS AV History. 1965 haben wir weltweit die erste TV-Halterung erfunden. PLS an sich wurde 1941 gegründet. 1995 haben wir Monterrey aufgemacht in Mexiko. 1999 die ersten Deckenhaltungen gebaut. 2003 die ersten Haltungen für Plasmafernseher. 2009 wurde dann Watford, also bei London, unser EMEA-Hauptquartier eröffnet. Dann haben wir 2010 unsere ersten Videowall-Halterungen gelauncht. 2012, und das ist ja unser Core-Business oder unser Core-Thema heute, haben wir die ersten Kioske gebaut. 2013 unsere ersten Outdoor-Displays. Und so weiter, bis wir dann halt auch in Wert, das ist in den Niederlanden, unser Warehouse für Resteuropa aufgebaut haben. Okay. Ich finde solche Advertisings aus den 60er Jahren halt immer ganz nett. Ich kenne es noch, ja, aber ich bin ja auch schon etwas älter. Dann hat PLS das noch unter dem Namen Zenit verkauft, also auch mit diesen kleinen Antennen, mit den Stäbchen. Die sind also auch von PLS gebaut worden. So, starke OEM-Partnerschaften haben wir zu allen Herstellern. Ja? Egal, ob es LG ist, ob es Samsung oder Philips ist. Und diese starken OEM-Partnerschaften benötigen wir einfach, um die Einblicke auch in neue Produkte und Trends zu erhalten. Dementsprechend entwickeln wir auch Lösungen dafür. Wenn wir diese guten Beziehungen nicht hätten, wären unsere Produkte nicht immer so innovativ. So, peerless-av.com, unsere Website, wirklich ein wirklich hilfreiches Tool für Sie. Auf der Main-Site haben wir den sogenannten Mount Finder drin. Das heißt, wenn Sie Ihr Modell eingeben dort, wird Ihnen auch die dementsprechende passende Halterung für dieses Modell angezeigt. Und dann können Sie noch filtern, ob Sie es dann haben möchten als Tilt-Version, also flach an der Wand, neigbar oder als Flat-Version nach flach an der Wand oder mit ausziehbaren Armen, eine 3D-Halterung, wie auch immer. Alle diese möglichen passenden Halterungen werden Ihnen dann angezeigt, macht es für Sie wesentlich einfacher. Wir haben aber noch weitere Hilfsmittel bei uns auf der Website. Nicht nur den Mount Finder, sondern wir haben auch den Kioskbilder da. Der Kioskbilder ist eigentlich sehr schön, weil dann können Sie auch den Kiosk mit verschiedenen Farben ausstatten und können das auch Ihrem Kunden dann zeigen. Weil so eine Visualisierung ist natürlich manchmal besser als ein Datenblatt, was man dem Kunden zusendet. Wir haben auch den LED-Konfigurator drauf. Das heißt, wenn Sie eine Anfrage kriegen von Ihrem Kunden, können Sie das ganz einfach konfigurieren auf unserer Seite, egal mit welchem Hersteller, mit welchem Modell. Ist eine sehr schöne, unterstützende Maßnahme bei Ihrem Kunden. Dann ist noch der Modular Configurator da. Wir haben auch die Revit-Files, dafür gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Und wir haben auch einen Live-Chat-Support bei uns auf der Homepage. So, die Revit-Files. Das ist eine Bin-Smith-Library, die einfach dafür Sorge trägt, dass die AV-Planer und Architekten unsere Produkte nahtlos in ihre CAD-Anwendung einfügen können. Das Ganze ist auf der peerless-av.com-Seite BIM Library zu finden und auch downzuladen. Da sind aber nicht nur die DWG-Files drauf, ja, sondern es ermöglichen auch die Recherche und die Vergleiche zwischen den verschiedenen Produkten. Sie können dann
nicht nur die CAD, also DWG-Files downloaden, sondern auch jedwede technischen Dokumente, Installationsanleitungen, Datasheets für alle Produkte. Es ist wirklich ein sehr hilfreiches Tool. So, kommen wir noch zu den Awards. Ich hatte Sie vorgewarnt, aber da kommen Sie nicht drum herum. Einmal ganz kurz durch. Wir sind also, und das ist wirklich für die Kollegen in UK eine sehr hohe Auszeichnung, wir sind mit dem Queen's Award 2020 ausgezeichnet worden für das internationale Geschäft. Da sind noch nicht viele Firmen für ausgezeichnet worden und deswegen sind wir da wirklich sehr stolz drauf. Und gerade die Kollegen, für die ist das wirklich was ganz, ganz Besonderes, von der Queen ausgezeichnet geworden zu sein. So, was haben wir noch? Wir sind Manufacturer of the Year geworden. Ja? Wir sind bestes Sales-Team geworden und wir haben die innovativsten Produkte gemacht. Also alles in allem haben wir eine sehr schöne Historie letztes Jahr gehabt und sind da auch stolz drauf auf unsere Erfolge. Und ab und zu muss man sich auch mal feiern können. Aber jetzt kommen wir zum Kiosk-Sortiment und sprich zu den Kiosk-Lösungen. Was haben wir alles für Kiosk-Lösungen? Wir haben den zum Beispiel On-Wall-Kiosk, der auf der Wand verschraubt wird. Wir haben den In-Wall-Kiosk für eine Nische zum Beispiel. Wir haben den Curved-Kiosk als Porträtversion. Wir haben den Landscape, ja, und ganz neu jetzt auch diesen KIP 522. Dazu erzähle ich dann aber gleich etwas mehr. Jetzt bräuchte ich bitte das Video für die Kioske. Okay, machen wir einfach weiter. Gehen wir zu unserem Curved Kiosk. Unser Curved Kiosk wird natürlich gefertigt aus britischem Stahl, hat eine Universaleinstellung, sprich also eine für die Höhen- und für die Tiefeneinstellungen. Wenn das Display also eingehangen wird, kann ich das mit dem Imbus einfach runterbringen, die Kante sehr gerade und ich kann auch die Höhe dementsprechend einstellen. Wir haben unten einen Storage für alle weiteren Komponenten, die Sie eigentlich so vor Ort brauchen. Das heißt für Media Player, für Kabel, für Wi-Fi, wenn Sie Wi-Fi benutzen möchten. All diese Komponenten können Sie schön unten installieren, sehr fachgerecht und aufgeräumt und können dann die Stromverkabelung machen und dann geht oben abgeschlossen, sorry, war jetzt gerade etwas weg. Oben wird über die Nockenschlösser verschlossen. Und das, was ich gerade sagen wollte, ist, dass Sie dann die Stromausführung nach hinten durch das Mäuseloch machen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, links und rechts jeweils das rauszubrechen und dann die Stromausführung an der Seite durchzuführen. Wir beschichten unser Kiosk mit Pulver. Das hat einfach den Vorteil, dass wir dadurch einen höheren Schutz für den Kiosk erreichen. Wir haben eine thermostatgesteuerte Abluftventilatoren. Das heißt, oben sind zwei Ventilatoren eingesetzt. Der erste geht an, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht wird. Falls die Abluft nicht ausreicht, schaltet sich der zweite Ventilator ein. Und dementsprechend schalten sie sich auch wieder aus. Warum machen wir das? Ganz einfach, wir wollen die Geräuschemissionen verringern. Und das können wir nur,
wenn wir unterschiedlich einschalten bzw. auch ganz ausschalten. Das ist der Grund für die thermostatgesteuerten Abluftventilatoren. Dann ganz wichtig, gerade wenn man einen Kiosk in öffentlichen Bereichen ausstellt, sollte das Thema Sicherheit ein ganz großes Thema sein. Wir haben hier den UL-Test bestanden, UL 1667 nennt sich der Tipptest. Das heißt, wenn eine Person mit einem Durchschnittsgewicht, also nicht so wie ich, gegen den Kiosk rennt, dann muss der bei 16,9 Grad gekippt wieder zurückkommen, ohne umzufallen. Das ist eine ganz große, wichtige Sache, wenn man den zum Beispiel in Malls aufstellt, wo sowas halt immer wieder passieren kann. Kommen wir jetzt zum KIPP 522. Das ist das neue Produkt, was ich am Anfang erwähnt habe, beziehungsweise kurz gezeigt habe in der Präsentation. Dieses ist geeignet für alle kleinformatigen Anzeigen, sprich von 15 Zoll bis 32 Zoll. Wir haben darauf geachtet, dass wir ein schönes Design finden, um das so flexibel wie möglich zu gestalten in der Platzierung von Advertising. Das heißt, dass man den bekleben kann oder wrappen kann, wie auch immer. Sie können natürlich auch Vinyl-Logos, das manche mit Wrappen, benutzen, um den komplett zu verkleben als Beispiel. Für den Point of Sale, für Eingänge, wo man ihn auch immer wieder benutzen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt ist der hier im Porträtmodus installiert. Das können wir natürlich auch im Querformat machen, Landscape-Format. Was ich jetzt gerade vergessen habe, wir haben natürlich auch ein Space in den Kiosk drin. Das heißt, auch dort können Sie Media Player und Router aufbewahren, ohne dass Sie Bedenken haben müssen, dass diese geklaut werden. Wir haben eine interne Kabelführung. Und was ich gerade gesagt habe, dass sie nicht geklaut wird, hängt damit zusammen, dass wir eine Rückwand haben, die verschlossen ist. Das heißt, der Kunde, der dran vorbeigeht, sieht nichts von der Installation. Wir haben eine flache, rechteckige Basis unten. Das heißt, Sie können das Kiosk sehr sicher stellen. Sie können es aber auch mit dem Boden verschrauben, so wie Sie es haben möchten. Das Thema hatten wir gerade schon bei dem 522. Wir können alle Kioske, die Sie bei uns bestellen, mit einem Logo Ihrer Wahl bekleben und liefern diesen dann fertig bei Ihnen an der Baustelle an. Wir können das auch machen in dem Bereich der RAL-Farben. Das heißt, wenn Sie bestimmte Teile vom Kiosk, dann können Sie wirklich sagen, Sie möchten den Deckel in grün haben, den Button in blau, wie auch immer. Diese Farben können wir für Sie herstellen, solange Sie sich im RAL-Bereich befinden. Oder die andere Sache ist, wenn Sie sagen, nee, Farben reichen mir nicht, ich muss hier bestimmte Symbole, Logos oder sonstiges auch analog auf dem Kiosk darstellen, bieten wir Ihnen auch den Service an, diesen dann mit Vinyl zu bekleben und dann fertig beklebt bei Ihnen auf der Baustelle anzuliefern. Was sind noch die Optionen, die man mitbestellen kann? Optionen sind zum Beispiel eine Logitech-Kamera, eine C920. Das ist eine Full-HD-Kamera, 1080p, hat schon das Mikrofon drin mit der Auto-Noise-Reaction-Funktion, Motion-Detection und Face-Tracking. Ganz wichtig heutzutage, wir sind ja gerade in der Pandemie und sind ja eigentlich froh, wenn die Leute überhaupt kommen, aber man kann ja nicht überall sein. Es gibt dann zum Beispiel solche Anwendungen, dass man die Kamera drin hat mit den Speakern, mit dem Display. Da wird dann der Ansprechpartner drauf gezeigt auf dem Display und Sie können dann interagieren mit der Person, die vor dem Kiosk steht und können diese beraten oder Fragen beantworten. Ja, das Ganze sieht so aus. Die Kamera wird also im oberen Bereich eingesetzt und wir haben dann die Speaker, zwei Stück, unten unter dem Display. Wenn Sie andere Fragen haben zur Spezialkonfiguration, dann fragen Sie doch bitte Ihren Altron-Ansprechpartner an. Ich hatte ja gerade das Thema, wenn man das zum Beispiel in einer Mall macht. In der Mall ist ja ab und zu die Problematik, das bleibt ja nicht feststehen, das Kiosk, sondern Sie möchten ja eine flexible Anwendung haben. Das heißt, dahin bringen,
wo Sie es brauchen, zum Beispiel bei verschiedenen Geschäften oder Sie haben verschiedene Events oder wie auch immer. Jetzt ist so ein Kiosk gar nicht so einfach wegzuschieben. Das funktioniert nicht. Deswegen haben wir eine Option entwickelt, die unter dem Kiosk installiert wird. Da sind dann Rollen enthalten. Diese Rollen kann man dann runterdrehen, dass sie sich durchdrücken. Und dann kann man das Kiosk dahin platzieren, ganz flexibel, wo man es haben möchte, schiebt es einfach dorthin und dreht die Rollen dann wieder hoch. Und dann steht er wieder sicher dort. Das heißt, man braucht keine 2 Personen oder 4 Personen, um so einen Kiosk zu tragen, sondern man dreht einfach die Rollen runter, verschiebt es an den Platz, wo man es haben möchte und dreht die Rollen wieder hoch. Ganz einfaches System und sehr, sehr effektiv, gerade in den Bereichen von Malls oder Geschäften, wo man flexibel das Kiosk einsetzen möchte. Das Ganze finden Sie als Artikel natürlich auch im Altron-Shop. Dort ist es hinterlegt, ganz einfach zu finden. Falls Sie aber Fragen haben, fragen Sie den Altron-Ansprechpartner oder kommen Sie auch gerne auf mich zu. Dazu bieten wir natürlich auch, je nach Display, auch eine Verglasung für das Kiosk an. Darüber sollten wir dann sprechen, was für Anforderungen Sie denn haben. Weil es kann antireflektierend sein, es soll echtes Glas sein, bestimmte Anforderungen. Lassen Sie uns darüber reden. Wir beraten Sie gerne und bieten Ihnen dann die dementsprechende Lösung einfach an. Okay, kommen wir zum Thema Outdoor-Kiosk. Outdoor-Kiosk ist ja auch wieder ein ganz spezielles Thema. Da haben wir zum Beispiel die KOP-Version. Die KOP-Version passt also für das Samsung OH55F oder für unser Extreme 55 Zoll. Dazu kommen wir dann noch später. Es ist ein sehr schlankes, schönes Design. Sie haben auch hier sogenannte Branding Options. Ja, das heißt, Sie können das entweder mit Vinyl bekleben oder lackieren lassen oder Logos aufbringen lassen. Wir haben unten ein IP56 Storage. Ja, das heißt also, da ist ein Lüfter drin, Belüftung ist gesorgt. Die Außentemperaturen müssen halt die Komponenten erfüllen, die Sie dort einsetzen. Sei es der Router, Wireless LAN, Media Player. Wir bieten auch ein optionales Infrarot Touch Frame Overlay an dafür. Für unser Extreme. Das bitte auch anfragen über die Kollegen oder kommen Sie auf mich zu. Wir setzen das Outdoor-Display ja nur in den Kiosk rein. Das heißt, wir erhöhen nicht die IP-Zertifizierung, sondern Sie müssen mit der IP-Zertifizierung kalkulieren, die das Display an sich hat. Eine Erhöhung dessen findet nicht durch den Einbau in den Kiosk statt. Wie schon gesagt, Ihr Touch können wir dazu liefern. Wir können aber auch Webcams liefern. Wir können auch dazu dementsprechende Router oder Antennen platzieren in dem Kiosk. Das kommt ganz auf die Anforderung an. Dass es ein sehr umfangreiches Thema ist, ich denke mal, das ist jedem klar. Und deswegen sollten wir da einfach in die Kommunikation gehen und feststellen, was ist der beste Weg. Okay. Gehen wir mal kurz zur Rückenansicht. Das heißt, wir haben keine Fans drin oder Filter. Das ist nur ein Belüftungsgitter, um dementsprechende kühle Luft zuzuführen oder Abluft abzuführen. Hinten ist es auch mit den Nockenschlössern gesichert. Das heißt, eine Beschädigung durch Vandalisten ist nicht möglich. Das Ganze steht auf den Rahmen und wird dann mit dem Sockel verbunden. Jetzt fragt man sich natürlich, reicht das aus? Ja, es reicht aus. Wir haben hier, das kommt auch noch gleich, aber ich nehme es mal einfach vorweg, wir haben hier eine sehr hohe Windlast. Bis 140 Meilen pro Stunde, entspricht ungefähr 210 Kilometer pro Stunde. Also dafür ist es zertifiziert. Dafür gibt es dann auch eine ganz spezielle Anleitung, wie tief die Bohrungen gemacht werden müssen, was für ein Gewinde, um das auch zu garantieren. Das Komponent hatten wir gerade schon.
Vielleicht noch zu erwähnen, wir haben die Möglichkeiten, zwei Kabel links und rechts jeweils hoch oder runter zu führen, um das Display mit Strom zu versorgen, vielleicht mit einer LAN-Connection, dann halt die Storage unten mit Strom zu versorgen oder halt auch mit einem LAN-Kabel, falls das möglich ist. Wir haben oben noch eine IP-freie Storage Area, das heißt, das ist das Storage oben, kann man benutzen, hat aber keine IP-Zertifizierung. Also wenn ich das nutze, muss ich Komponenten benutzen, die der Umgebung angepasste IP-Zertifizierung hat. So, das ist jetzt unser anderes Modell, der sogenannte KOF555. Der ist universell einsetzbar. Den haben wir als Single, als Double oder als Triple Version. Das universelle Design, das unterstützt eigentlich drei Hersteller. Zum einen ist das für den LG 55X4F oder auch für das Samsung OH55F. Wir haben schon sehr viele schöne Erfolge mit gemeinsam gemacht und haben schon sehr viele Schnellrestaurants ausgestattet mit diesem Gerät. Dazu zu sagen ist, dass es jetzt ganz neu ist. Wir haben also das Design etwas verändert. Wir sind unten etwas schlanker geworden. Wir haben jetzt auch eine IP-Storage mit drin. Und was wir auch neu gemacht haben, die Grundplatte sorgt dafür vom Montagemuster her, dass sie in 30 Grad das Kiosk noch in die Richtung drehen können, in der sie dieses brauchen. Ja, um das beste Erlebnis für ihren Kunden herzustellen. Zu dem Design komme ich gleich nochmal, weil ich habe noch eine Case Study für Sie, die ich sehr schön finde. Und zwar haben wir das zusammen mit der Firma Solmani in der Westschweiz gemacht und haben dann noch diese KOFs installiert. Die sehen unten, das ist noch ein bisschen breiter, der Fuß. Jetzt ist er etwas schlanker geworden und wir haben jetzt neu drin eine IP54 Storage Area. Das ist jetzt neu dazugekommen. Das Feedback von dem Greg von der Solmani war also wirklich hervorragend. Auch von seinem Endkunden war es ein enormes positives Feedback zum Design. Die Techniker waren begeistert von der Qualität und von der Einfachheit der Installation. Und ich denke mal, das hilft ja auch in der Kalkulation, wenn man sich darauf verlassen kann, dass die Materialien, die angeliefert werden, dem höchsten Qualitätsstandard entsprechen. Aber kommen wir mal zu den wichtigsten Überlegungen im Outdoor Digital Signage Advertising. So, was sind denn die Outdoor-Elemente und die wesentlichen Überlegungen, die man hat? Es gibt extreme Temperaturen. Weiß ich die von dem Ort, wo ich das Kiosk installieren möchte? Was sind die niedrigsten Temperaturen? Was sind die höchsten Temperaturen? Das muss ich wissen. Zum Sonnenlicht. Scheint die Sonne direkt auf das Display drauf oder ist es im Schatten? Danach ist auszuwählen, welche Helligkeitsstufen ich haben möchte. Und nicht nur welche Helligkeitsstufen, sondern auch Helligkeitssensoren. Regen, Schnee, Schneeregen, Hagel, Feuchtigkeit. Ganz wichtiges Thema bei den Outdoor-Displays, weil je nachdem, wie hoch die Belastung ist, muss ich die ITP-Zertifizierung anpassen daran. Was für Windgeschwindigkeiten herrschen an dem Aufstellort? Gibt es eine Windlastberechnung? Wie viel Strom verbraucht das Gerät? Nicht nur das Gerät, das Display, sondern auch der Kiosk mit den Komponenten dazu. Und sind die Komponenten, die ich einsetzen möchte, vandalismussicher, geschützt? Ist das ein hoher Punkt, wo viel Vandalismus stattfindet? Das ist in die Überlegung mit einzubeziehen. Nur mal als Beispiel, wenn ich das Gerät in Nähe von einem Gehweg aufstelle, könnte Helligkeit ein Thema für Blinde sein. Weil für Blinde, wo noch etwas Sehkraft da ist, noch hell dunkel, erscheint das Display dann wie die Sonne, weil es so hell ist. Da könnte es dann Probleme geben mit der Zulassung. Oder wenn ich das Display in der Nähe von einem Wohnhaus aufstelle und es geht in die Richtung, das Display zeigt in die Richtung von Wohnhäusern, dann könnte die Helligkeit in der Nacht ein Thema sein.
Es gibt leider kein Buch, wo das alles drinsteht, wie viel Lichtemission erlaubt ist und wie viel nicht oder von wie viel Uhr bis wie viel Uhr es keine Lichtemission geben darf. Das ist wirklich von Kanton zu Kanton völlig unterschiedlich. Da gibt es auch Unterschiede darin, darf ich bewegte Bilder im Kreuzungsbereich bis 6 Meter darstellen? Wenn ja, wie oft dürfen sich die Bürger bewegen? Es gibt zum Beispiel einen Kanton, das es nur erlaubt, dass alle 30 Sekunden ein Bild sich bewegen darf und dann auch nur in einer bestimmten Geschwindigkeit. Das heißt also, wir müssen hier die Kundenwünsche aufnehmen, das mit den örtlichen Gegebenheiten abklären und dann auch nochmal zum Kanton, zu der zuständigen Behörde fahren oder uns erkundigen dort, was für Auflagen gibt es in dem Bereich. Weil die können unterscheiden, wenn ich direkt am Straßenrand bin oder ich bin 3 Meter im Grundstück drin. Da können völlig unterschiedliche Gegebenheiten sein. Und das gilt es vorher abzuklären. Strom hatte ich ja gerade gesagt, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, wenn ich dem Kunden das Angebot mache, in der TCO-Betrachtung, in der Total Cost of Ownership. Ich denke, hier muss man alles mit einbeziehen. Ja, wie gesagt, die lokalen Bestimmungen muss ich reinbringen. Den Betriebszyklus, das heißt, für wie lange sind die Geräte ausgelegt? Und welche Wartungskosten habe ich? Sind Filter zu reinigen? Sind die Fans zu reinigen? Das muss mit einkalkuliert werden. Weil nichts ist schlimmer, als diese nachgängigen Kosten vergessen zu haben. Jetzt haben wir ja sehr viel über Kiosk auch gesprochen. Ich habe Ihnen ein paar Sachen gezeigt. Jetzt würde ich Ihnen gerne einfach mal auch den Extreme zeigen. Das heißt, unsere Entwicklung, die wir gemacht haben für extreme Situationen und wirklich lang für als Produkt sehr hochwertig für langjährige Anwendungen. Wenn ich sage langjährige Anwendung, dann fällt mir dazu ein Daytona. In Daytona haben wir jetzt 1400 oder 1800 Geräte Extreme ausgestellt. Und wir haben damit vor über 10 Jahren angefangen. Also es sind noch Geräte dort, die laufen schon seit 10 Jahren in Daytona Beach. Und wer sich ein bisschen mit Motorsport beschäftigt, weiß, dass man dort Umgebungstemperaturen über die 50 Grad hat. Und es sehr hohe Sonneneinwirkung. Das spricht eigentlich für unsere Qualität. So, das ist normalerweise die Palette, die wir haben, 43 bis 65 Zoll. 43 Zoll geht jetzt EOL. Die Panels können wir leider nicht mehr einkaufen, weil die Panels sind ja zugekauft. 49 Zoll wird aber auch EOL gehen, ne, weil sich der Markt dahingehend verändert in die Richtung 55 und 65 Zoll und größer. Wir bieten nur diese Zollgrößen an, also 55 Zoll und 65 Zoll, einfach für die Zukunft merken. Größere Displays haben wir nicht. Ich erkläre Ihnen auch gleich, warum wir das noch nicht haben. So sieht jetzt unser Extreme High Bright Outdoor Display aus von vorne. Links oben haben wir den Ambilight Sensor. Der stellt sich also automatisch auf die optimale Helligkeit ein. Und damit bekämpft er dann, was ich ja zu Anfang gesagt habe, auch die Lichtemission. Das heißt, wenn es dunkel ist, muss er ja nicht voll Power rausbringen. Damit reduziere ich zum einen die Stromkosten und zum anderen auch die Belästigung durch Lichtemission. Ich kann aber auch diesen Sensor, der links oben ist, verlängern mit einem Anschluss, einem Accessory, was extra bestellt werden muss, wenn ich die Umgebungshelligkeit an einem anderen Punkt abgreifen möchte. Das Display ist voll verschlossen. Ja, es ist sozusagen verbacken mit der Gesamtelektronik. Deswegen haben wir auch auf diesem Gerät IP68 bzw. IP66. Warum machen wir das so? Damit verhindern wir damit verhindern wir das Eindringen von Wasser, Staub, Feuchtigkeit und Insekten. Was ein ganz großes Problem bei Displays natürlich ist. Weil wenn sich ein feiner Staubfilm irgendwann mal ablegt, umso schlechter wird das Erlebnis. Umso mehr muss der Power bringen, um die Helligkeit nach vorne zu bringen. Und deswegen verschließen wir es komplett. Natürlich ist auch der Vandalismus darin zu betrachten. Deswegen benutzen wir hier IKEA 10 Standard Sicherheitsglas, um einfach zu vermeiden, dass hier eine Beschädigung durch Randalierer durchgeführt werden können. Zum IKEA 10 sage ich aber gleich nochmal was.
So, wir nutzen für das 55 Zoll IPS-Panel, für den 55 Zoll nehmen wir ein IPS-Panel, für den 65 Zoll nehmen wir die VA. Was wir auch noch haben, ist eine Quarter Wave Plate. Das heißt einfach, dass eine Polarisationsfolie, die auf dem Display liegt, sorgt einfach dafür, dass Sie es im Landscape oder im Portrait-Modus aufhängen und verwenden können. Und es ist wirklich sonnenlichttauglich mit 2500 Nits. Die Technologie, die wir nutzen und das Panel, was dahinter steckt, sorgt einfach dafür, dass es einen enormen guten Kontrastverhältnis hat. Ja? Dass rot wie rot aussieht, ja, und blau wie blau, dass Sie da keinerlei Abstriche machen müssen in der Qualität, auch wenn eine höhere Beleuchtung kommt. Ja, das heißt also, wenn der Helligkeitssensor zu viel Sonnenlicht darstellt und muss die Helligkeit hochfahren, auch dann behalten die Farben ihre originalgetreue Einstellung. So, wie gesagt, das 55 Zoll Extreme ist IP68 rated, das 65 Zoll IP66 gerated. Warum der Unterschied? Bei dem 55 Zoll beziehungsweise bei dem 65 Zoll haben wir zwei Lüfter hinten drauf. Nicht in dem Gehäuse drin, sondern auf dem Gehäuse aufgebracht. So, und das kann man natürlich nicht, weil es Strom ist, unter Wasser betreiben und deswegen keine IP68-Zertifizierung. Beide Displays sind freigegeben für den Bereich minus 35 bis plus 60 Grad Umgebungstemperatur. Keine Betriebstemperatur, sondern wirkliche Umgebungstemperatur. Der Remote Control Sensor ist auch oben links im Display drin. Ja, dafür liefern wir aber schon ein Extender Accessory von Haus aus mit. Das heißt, wenn das Gerät irgendwo verbaut werden sollte und Sie möchten trotzdem, dass das Gerät mit der Remote Fernbedienung bedient werden kann, können Sie den Sensor aus dem Gehäuse an den Punkt Ihrer Wahl legen. Früher, also das ist ja die zweite Serie beziehungsweise dritte Serie, die wir inzwischen haben. Wir haben das Design des Rahmens geändert. Es ist filigraner geworden. Es sieht einfach netter aus. Wir haben kein SoC drauf, muss man dazu sagen. Aber natürlich haben wir die Native-to-Network-Funktionalitäten drauf. Das heißt, Sie können mit Ihrem Media Player oder Ihrer Software dementsprechend Temperatursensoren, Feuchtigkeit und Strom abfragen von dem Gerät und natürlich halt auch Kommandos geben über diese. So sieht das Gerät jetzt von hinten aus mit zwei Handgriffen, dass man es gut platzieren kann dementsprechend bei der Installation. Das neue Kühlkörperdesign hat sich wirklich maßlos verbessert, weil wir sind jetzt viel schmaler geworden und wir unterstützen dadurch besser jetzt die passive Kühlung in unserem Design. Ja, unten das Cardcover, da wo die Kabel eingeführt werden, das zeige ich aber gleich. Was man noch machen kann, wenn man die Fernbedienung nicht nutzen möchte, man kann die ja auch ausschalten, dann kann ich die Buttons an der Rückseite nutzen, um das Gerät zu bedienen. Viele fragen sich natürlich, wie kommt das? Ja, ohne Lüfter, ohne alles, wie bekommen die Kühlung hin? Wir haben ein patentiertes dynamisches Thermotransferverfahren drin. Das heißt, es wird die Kühlung durch Flüssigkeit gemacht und zieht die Wärme aus dem Gerät aus und führt sie nach außen oder zieht aus der Umgebung Wärme ins Innere rein. So erreichen wir die permanente gleichbleibende Temperatur innerhalb des Gerätes. Montagemuster, wenn wir das nicht machen würden, wer sonst als 200x400 oder 400x400. So sieht es mal von innen aus. Wir bedienen also die digitalen Audio-Ein- und Ausgänge sowie die analogen. Inputs, HDMI 2, DisplayPort. Es ist aber nicht, wir können das nicht in Reihe schalten. Ja? Da sind die Extender-Inputs, das heißt einmal der Infrarot-Controller, den ich anschließen möchte, oder der ILS, sprich der Helligkeitssensor. Ich habe den LAN-Port und ich habe natürlich auch einen USB-Anschluss mit einem 5-Volt-Stromversorgung.
So sieht es also aus, wenn man die Klappe hinten aufmacht. Das heißt, ich habe auch eine sogenannte Platte, die ich abnehmen kann. Das sind 6 Schrauben. Die muss ich also losschrauben, lege die Kabel ein, mache die Verkabelung, lege die Platte wieder drauf und verschraube es dann wieder. Wenn ich dann die Klappe oben drauf lege und die auch noch mit den 4 Schrauben festmache, ist es wasserdicht. Das ist also die, da wird der Stromanschluss gemacht. Hier haben wir die, was ich gerade gesagt habe, da gehe ich dann in der Führung rein mit meinen verschiedenen Kabeln, die ich benötige. Was heißt eigentlich IP-rated? Was bedeutet 6 und was bedeutet die 8 oder andere Ziffern? 6 bedeutet zum Beispiel staubdicht, kein Eindringen von Staub. 5 bedeutet staubgeschützt, eingeschränktes Eindringen von Staub, zulässig, beeinträchtigt nicht den Betrieb der Anlage. Was bedeutet die zweite Ziffer? 8 bedeutet geschützt gegen Eintauchen von Wasser über 1 Meter. Das Gerät ist für das kontinuierliche Eintauchen im Wasser unter Bedingungen geeignet. 6 bedeutet geschützt gegen starkes Strahlwasser aus allen Richtungen mit 12,5 mm Düse. Das nur mal zur Erklärung, was bedeutet die IP-Zertifizierung. Ja, unsere 55 Zoll haben IP68, das 65 Zoll IP66. So, das Ganze kann man dann natürlich auch mal zeigen kurz, wenn so ein Gerät auch eingetaucht wird im Wasser. Ja, wir machen das immer ganz gerne bei einer Messe, um zu zeigen, auch bei vollem Betrieb kann man das Gerät im Wasser eintauchen, ohne dass irgendwas mit dem Gerät passiert. Natürlich würde ich jetzt persönlich nicht ins Wasser greifen, weil man weiß ja nie. Ja? Aber das Gerät übersteht es und es funktioniert einwandfrei. Kommen wir jetzt zu dem Glas. Was bedeutet eigentlich IKEA 10? So, IKEA 10 bedeutet geschützt gegen 20 Joule Aufprall, das entspricht ungefähr einer Masse von 5 Kilogramm, die aus 40 cm Höhe auf die Aufprallfläche, also sprich das Display, fällt. Reicht das? Es reicht für eine normale Einschlag, reicht es absolut aus. Dazu würde ich kurz gerne ein Extreme-Video zeigen. Kommen wir zu den fern- und lokalen Überwachungsfunktionen. Wir unterstützen also ganz normal die IP-Adress-basierende Benutzeroberfläche. Darüber kann dann abgefragt werden die Temperaturdiagnostik, die Feuchtigkeitsdiagnostik und die Leistungsaufnahme. Und wenn man das alles mit bedenkt, hat man eigentlich schon alles in seiner Überlegung mit einfließen lassen und kann den Kunden auch dementsprechend beraten. Ich kann wirklich nur den Tipp geben, eindringlich, gehen Sie zu Ihrer Behörde, die zuständig ist für das Kanton, und holen Sie sich die Bestimmungen, um bösen Einsprüchen, die dann bei der Baugenehmigung passieren können, ich habe da gerade so einen Fall, die das dann vermeidet, dass Sie aufstellen können. Wenn Sie vorher sich informieren, so einfacher wird es nachher in der Umsetzung des Projektes. Gerne stehe ich Ihnen da bei jedem Fragen zur Verfügung. Bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.
bin dann jetzt fertig mit unserem Seminar soweit. Till wird die Fragen beantwortet haben, davon gehe ich stark aus. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie daran teilgenommen haben und stehe für jede Art von Fragen für Sie zur Verfügung. Melden Sie sich einfach, ich würde mich freuen und wünsche Ihnen alles Gute und bis dahin.